Hallo Lübeck, wir sind die Montagsdemo. Ihr wisst wahrscheinlich, dass das Robert-Koch-Institut die Protokolle aus der Corona-Zeit auf einen Gerichtsbeschluss hin veröffentlichen musste, wenn auch zum Teil in geschwärzter Form. Aus diesen Protokollen geht hervor, dass weder die Maskenpflicht noch die Corona-Maßnahmen noch die Impfempfehlungen jemals auf einer wissenschaftlichen Grundlage beruhten. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass die vielen Impfgeschädigten in Deutschland immer noch kaum Gehör finden. Von den vielen Impftoten ganz zu schweigen. Und darunter sind auch Kinder, Babys und Jugendliche. Und es ist nachvollziehbar, dass Ärzte sich schwer damit tun, einen Impfschaden anzuerkennen. Denn wenn sie selbst geimpft haben, würden sie sich damit einer Straftat bezichtigen. Zumindest der Straftat der fahrlässigen Körperverletzung. Aber das Allerschlimmste ist, dass jetzt sukzessive alle Impfungen auf mRNA-Technologie umgestellt werden sollen. Das heißt, dass eine Technologie, die nach wissenschaftlichen Maßstäben als brandgefährlich einzuschätzen ist, jetzt flächendeckend in Deutschland verbreitet wird, ohne dass dies der Bevölkerung mitgeteilt wird. Also, sei wachsam. Es betrifft auch dich und deine Kinder und Enkelkinder. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.